ich befinde mich heute in einer typisch griechischen Grillstube und hier ist es folgendermaßen, und zwar gibt es hier noch Kotelett und Salat und ein bisschen Brot dazu. Wenn wir hier, als wir hier reingekommen sind, hat er schon gesehen, wie viele Personen kommt und hat gleich für uns die Kotelett schon auf den Grill geworfen. Also es läuft ein bisschen anders wie bei uns. Ich lasse mich mal überraschen, wie es schmeckt. Es ist auf jeden Fall was, wo viele Bauern herkommen. Was mir sofort aufgefallen ist, der ganze Raum ist ziemlich männerlastig, denn mittlerweile sind nur 2 Frauen hier drin und circa 30, 40 Männer. Aber ich schaue jetzt mal, wie es essen ist und guck mal, ob es mir schmeckt. So, liebe Freunde, wir haben aufgegessen. Es waren riesige Portionen. Also wirklich, glaube ich, eine Portion kann locker für 2 durchgehen. Wobei die das hier alle einzeln essen. Der Salat war super gut. Wir haben alles aufgegessen und der Grill und die Familie sind bereit für den nächsten Ansturm. Mir hat es geschmeckt. Es waren riesige Portionen. Ein richtiger Familienbetrieb. Total faszinierend fand ich, dass der Opa, die Oma, die Mutter, das Kind alle mitarbeiten, jeder so seine Aufgabe hat und der Laden läuft wie geschnitten Brot. Es war ein tolles Erlebnis, ganz anders als bei uns, hat Spaß gemacht. Wenn ihr Bock habt, liked den Kanal unten oder schreibt mir was rein oder erzählt mir, über was ihr noch berichten könnt. Ich würde mich freuen und ich antworte euch gerne. Bis bald. Tschüss.